Hallo Leute, hier ist wieder Person aus Berlin. Heutiges Thema. Ich bin im Urlaub und ich enjoye die Berlinale Woche. Ihr wisst, ich bin ein Berlinale Fan. Ich habe über die Jahre immer wieder kommentiert, wo ich zur Berlinale gegangen bin. Und dieses Jahr ist es so total crazy auf der Berlinale. Also ein super Film nach dem anderen, muss ich euch sagen. Mir haben bis jetzt alle Filme gut gefallen. Ich habe noch bis Mittwoch habe ich schon Karten und da bin ich so excited, ob die mir genauso gefallen. Und vor allem heute kommt ein Film Allons Enfants und von einem, der bei dem Film schon war, der hat nur Gutes verheißen. Also er meinte, dass es so top ist. Und da ich ja ein Tanzfan bin, ist es genau das Richtige. Und Hip-Hop, juhu! Und dann auch noch die Leute aus Paris, ne, wo ich selber auch mal tanzen war und gesehen habe, wie gut die Community in Frankreich ist, wie gut die tanzen können. Da ist es natürlich umso perfekter, wenn ich diesen Film sehe. Ne? Es handelt sich dabei um Jugendliche, die mit Abitur auch noch tanzen und so und mehr unter Druck sind, das zu lernen. Ah, ja, oder besser gesagt, ihrer Passion Nachdruck verleiben, indem sie halt tanzen und ihr Abitur machen und die dadurch erfolgreich sind. Also ein super System. Vielleicht macht es hier auch mal die Runde und die Leute können Hip-Hop tanzen lernen neben ihrem Studium. Ja, vor allem, also ich habe am Samstag, am Freitag und Donnerstag hatte ich auch frei, aber leider habe ich da keine Karten bekommen. Und und dann fing es am Samstag an und da waren auch drei Filme. Der erste hieß Grand Jeté. Es handelte über eine Ballerina, also mir hat eher so die Ballerina-Szene gefallen. Das wollte ich halt sehen. Ich wollte wissen, was da kam auch heraus aus der Zusammenfassung, was für Probleme auf Ballerinas zu kommen, wenn sie halt jahrelang trainieren. Und das hat mir wieder eine andere Sichtweise auf das Ballett gezeigt, dass ich jetzt doch irgendwo froh bin, meinen anderen Job zu haben und nicht irgendwie in diese Richtung Tanz, weil das ja schon körperlich sehr belastend ist und wenn man das jahrelang macht, vielleicht dann auch irgendwie Probleme bekommt mit den Füßen. Jedenfalls ging es zum Teil auch um Inzest, aber das war jetzt nicht so die Thematik, die mich interessiert hat. Wie gesagt, mich hat mehr das Ballerina-Leben interessiert und da habe ich einen guten Einblick bekommen. Danach, das zweite war La Ligne und das war auch sehr interessant. Es ging um einen Zwisch zwischen Mutter und Tochter die Tochter hat die Mutter geschlagen und ihr wurde per Anzeige verboten, sich ihrer Mutter zu nähern auf 100 Meter. Und wie sie das bewältigt hat und was am Ende dabei herauskam, fand ich auch super, den Film. Und sehr realitätsnah, ne? Also auch in den besten Familien können auch Streitereien zwischen Mutter und Tochter passieren, auch wenn vielleicht die Mutter ihr Leben lang sich um ihre Kinder gut gekümmert hat, kann es am Ende doch irgendwo zerbrechen aufgrund irgendeines Streites. Und das ist normal, das ist das Leben. Wenn die Emotionen, vor allem wenn man sich sehr liebt, die Emotionen aufkochen und dann am Ende in einem Streit oder in einem Bann. Ja, und den Film dann am Abend, das war Stay Awake, das war auch sehr interessant. Und ich merke in dieser Berlinale, dass wirklich sehr viel Menschliches und sehr viel Emotionen dabei sind, wo Menschen halt beleuchtet werden mit ihren Abgründen und Tiefen und so weiter. Und in diesem Film ging es darum, dass zwei Söhne ihre Mutter bei ihrer Medikamentensucht begleitet haben. Die Mutter jedes Mal eine Vergiftung hatte, ins Krankenhaus musste und wie diese Kinder das bewältigt haben. Die Sache ist, das ist authentisch. Den Film produziert haben, sind davon betroffen, dass sie halt eine Mutter hatten, die halt diese Problematik hatte oder beziehungsweise noch hat. Ne? Ja, sehr interessanter Film. Jeder kann in irgendeine Abhängigkeit geraten. Das Leben ist zu kurz. Man hat Höhen und Tiefen und das kann passieren. Am Sonntag, die Filme waren auch sehr interessant. Ein Moment.
Ja, jetzt geht's weiter. Also die Filme gestern waren auch sehr schön. Beide haben in Friedrichstadtpalast stattgefunden, waren abends, sodass ich am Vormittag, am Tag eigentlich genug zu tun hatte, genug erledigen konnte. Obwohl aber trotzdem meine Tage wirklich so kurz sind durch die Berlinale momentan, dass ich merke, also ich kann zum Beispiel nicht mehr trainieren und so eine Sachen tanzen. Habe ich gestern nur Ballett gemacht, aber ansonsten am Samstag konnte ich nichts machen. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ist ja nur eine Woche und ich liebe die Berlinale, weil ich ja selber auch als Komparsin sehr oft, ich glaube, jetzt sind das schon mittlerweile 24 Filmen dabei war und einfach den Film und das Kino so sehr liebe vom ganzen Herzen und das mir so viel Freude bereitet und ich so gerne auch hinter die Kulissen schauen will, was halt in der Kinowelt passiert. Und heute gerade gab es auch ein Berlin, unter Berlin Talents gibt es freie Livestreams, wo Thematiken beleuchtet werden. Und heute ging es um Komparsen und da fühlte ich mich natürlich gleich angesprochen, weil ich ja sehr viel von diesem Komparsenleben erlebe und ja, mitbekomme, wie das in der Komparserie abläuft, wie ja auch zum Teil wer einen anspricht und so weiter, welche Regeln es in der Komparserie gibt. Es ist sehr oft auch so, dass du viel, viel, viel warten musst. Manchmal kann es sein, dass du in einem Wagen sitzt mit ein paar Personen den ganzen Vormittag und es passiert nichts. Und dann am Nachmittag kommst du ran und du musst sofort on point sein und musst agieren. Ja, also das passiert. Und es ist nicht so, dass man in Kontakt mit den Schauspielern kommt. Nein, es ist uns sogar untersagt, mit denen zu sprechen, sondern wir sind sozusagen unsere eigene Gruppe. Und ja, was ich absolut verstehe, weil die brauchen ihre Konzentration und wollen nicht von uns Komparsen abgelenkt werden, weil wir müssen ja keine Texte lesen. Für uns ist es weit weniger schwierig als für die Schauspieler und Regisseure und das ganze Team, das am Drehen ist. Ja, aber jetzt bin ich abgewichen. Was gab es am Sonntag? Am Sonntagabend gab es einen Film, Avec Amour hieß es. Es ging um eine Frau, die sehr verliebt war vorher in einen anderen Mann und dessen Freund sie, weil der sie verlassen hat, dessen Freund sie geheiratet hat. Jetzt 10 Jahre später kommt dieser Mann zurück und bei ihr kochen die ganzen Gefühle auf und sie verliebt sich wieder in ihn. Ne? Und ja, es kommt auf, wozu es kommen muss. Die beiden ja, machen eine Liaison sozusagen und der Mann erzählt es dann auch den Ehepartner und ja, und dann kommt es zum Streit. Der Ehepartner verlässt sie und den Mann verliert sie auch. Aber wieso und weshalb? Ich hoffe, dass ihr euch den auch ansehen könnt. Ich denke mir hundertprozentig, dass der irgendwann in die Kinos kommt. Es ist eine sehr gute Besetzung mit sehr guten Schauspielern und ja, ich kann den Film empfehlen. Der war wunderschön und super. Danach am Abend habe ich mir, also danach habe ich mir auch einen sehr, sehr guten Film angesehen, und zwar den Passfälscher. Und da geht es um einen Menschen jüdischer Herkunft, der durch Zufall anfängt, in Auftrag, weil er Grafikdesigner ist, Pässe zu fälschen und damit am Ende sogar sein eigenes Leben retten kann. Er kann auch 300, glaube ich, Personen durch diese Fälscherei Leben retten. Und ja, darum handelt dieser Film. Und kann ich auch empfehlen, das ist wirklich sehr gut, vor allem wie er mit seiner Resilienz, mit der ganzen schweren Thematik umgeht und es schafft, nicht zu zerbrechen an dem Ganzen, sondern durch seine Kreativität und seine Anpassungsfähigkeit wirklich überlebt diese Zeit. Und der Sohn von dem, also er hat dann später, er hat es wirklich überlebt, er konnte dann auch mit einem gefälschten Pass, den er auf sich selbst ausgestellt hatte von der Wehrmacht, konnte er in die Schweiz fliehen
und hat dann später 4 Kinder bekommen. Und einer der Kinder, der war dann gestern Abend dabei, als die Regisseurin ihn vorgestellt hat, war er auch dabei. Also sehr, sehr berührend. Und ja, ich habe jetzt noch eine ganze Woche voller ganz super Filme und auf die freue ich mich natürlich. Ich habe auch versucht, den einen oder anderen Spot für euch zu filmen. Ich werde auch diese Woche noch ein paar Spots filmen, werde aber natürlich nicht mehr auf die ganzen Filme eingehen. Es war nur ein Einblick von meiner Seite, dass ihr vielleicht nächstes Jahr auch Lust habt, auf die Berlinale zu gehen, weil da ist wirklich ein internationales Publikum und ja, die Filme sind total sehenswert. Man findet ja nicht so oft vielleicht die Zeit, ins Kino zu gehen, aber diese Filme sind sehr interessant. Vor allem auch bei Stay Awake waren der Regisseur und der Produzent zugegen und haben Frage und Antwort gestanden. Das kriegt man in keiner der Aufführungen, die man normalerweise geht in Kinos. Da ist immer, also es kommt sehr oft vor, dass es Screenings gibt und die halt Fragen beantworten. Und das finde ich einfach überwältigend. Ich interessiere mich so für den Film und finde es so toll, dass es mich direkt abholt. Aber jetzt die Einblicke und die Impulse. Und ich verabschiede mich schon von euch. Falls euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben wie immer, einen Daumen nach unten, falls nicht. Und über Kommentare freue ich mich. Habt ihr irgendwelche Filme bei der Berlinale euch angesehen? Haben sie euch gefallen? Ja, was sagt ihr dazu? Und ja, aber nicht vergessen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.